take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squad Building Challenge. Wir wollen uns heute um die Hybrid Ligen SBC kümmern, die zweite fortgeschrittenen SBC. Ja, und seit neuestem gibt es ja jetzt die Basis und fortgeschrittenen SBCs jetzt unter dem Tab Grundlagen. Ja, und da ist es heute, meistere die Puzzles, indem du immer schwerere Teams mit mehreren Ligen eintauschst. Bevor wir reinstarten in das Video, könnt ihr schon mal gerne das Video supporten mit einem Daumen nach oben. 300 Likes gebe ich euch wieder als Ziel raus. Lasst uns so schnell wie möglich auf jeden Fall voll machen. Schon mal auf jeden Fall Daumen drücken in Bezug auf Packlag. Insofern Hashtag Packlag runter in die Kommentare. Ja, und heute, wie gesagt, die Hybrid-Ligen-SBC. Gestern haben wir uns schon um die erste fortgeschrittene SBC gekümmert. Und zwar um die Hybrid-Nationen-SBC und die letzten Tage generell um die Basis-SBCs. Ja, und morgen geht es dann weiter mit der Liga-Nationen-Hybrid-SBC. Und natürlich dann ab Freitag, ab dem kompletten Release von FIFA 21, natürlich mit den Once-to-Watch-SBCs und so weiter und so fort. Promo-SBCs. Falls ihr generell keine weiteren SBCs mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne uns supporten. Auf dem Weg zu den 35.000 Abonnenten gerne die Glocke aktivieren, ein Abo dalassen, falls ihr keine weiteren SBCs mehr in FIFA 21 verpassen wollt. Und ich möchte heute natürlich wieder Tipps und Tricks mit an die Hand geben, die Schlüssel der SBCs, worauf ihr achten müsst, Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Und ich hoffe natürlich, dass ich dem einen oder anderen hier weiterhelfen kann. Wenn das der Fall ist, runter gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr auch sonst noch Fragen habt, gerne damit runter in die Kommentare. Und natürlich frage ich mich, was habt ihr gezogen in diesen SBCs? Wir bekommen hier als Gruppenreward zum Beispiel ein seltenes Megabecken. 55k-Set zurück, was schon mal mega nice ist. 4 Segmente müssen wir abschließen und ich würde sagen, wir gehen auch schon mal direkt straight rein. Wir haben High Five am Start. Wir haben 7 Meilenstiefel, außerdem alle 9 und Start 11. Anfangen wollen mit der High Five SBC. Ja, und dann gehen wir wirklich Schritt für Schritt das Ganze einmal durch. Also, dann würde ich sagen, starten wir rein. Ihr zeigt Support und wir gehen rein in die High Five SBC. Ja, und da ist es folgendermaßen. Folgende Bedingungen sind am Start und zwar Ligen genau 5. Spieler aus derselben Liga maximal 4. Spieler aus einem Verein maximal 4. Da haben wir einen benutzt. Seltene Spieler brauchen wir mindestens 6. Darauf auch bitte aufpassen. Außerdem ein Gesamtrating von 69. Wir haben jetzt hier 70 erreicht. Und die Teamchemie muss bei mindestens 80 liegen. Wir haben hier 93. Heißt für euch, ihr könnt es theoretisch 1:1 nachbauen. Aber jetzt lasst mich erstmal erklären, was der Schlüssel der SBC ist, damit ihr quasi das Prinzip der SBC mit euren Spielern, die ihr im Verein habt, auch so 1:1 nachbauen könnt. Also, wir haben einmal vertreten, und zwar die Bundesliga mit den beiden ZOMs, ja, und dann sucht den Deutschen, der nicht aus der Bundesliga ist, in dem Fall jetzt zweite oder dritte deutsche Liga, bei mir ist es jetzt die zweite deutsche Liga, ist sogar ein Torhüter, das reicht von der Chemie her aus, dass einer komplett out of position ist. Wichtig ist, dass sie auf der rechten Seite und auf der linken Seite Rechtsverteidiger und RM jeweils mit einem Stronglink zueinander verbindet. Ja, es muss kein Perfect Link sein, einfach gleiche Nation und gleiche Liga. Zwei Spanier sind jetzt bei mir aus der spanischen ersten Liga. Auf der linken Seite sind sogar Bronzespieler, zwei Polen aus der polnischen Liga, LM und Linksverteidiger. Ja, und dann in der Mitte ein Viereck mehr oder weniger oder vier Spieler, der ZM, die Innenverteidiger und der Torhüter aus einer Liga und einer Nation. Bei mir ist es jetzt die Republik Irland geworden. Und die irische Liga. Das ist so der Schlüssel. Hier dieses Viereck und oben dieses Dreieck aus zwei ZOMs, die aus der gleichen Liga sind. Bei mir jetzt Stindl und die Davi aus der Bundesliga und zwei Deutsche. Ja, und dann, wie gesagt, aus der gleichen Nation, wo die ZOMs sind, aber aus einer anderen Liga, um dann die fünfte Liga halt, wie gesagt, hinzuzufügen. Also eine Liga links, eine Liga rechts, dann in der Mitte hier eine Liga nehmen, dann mit der ZOM-Position eine Liga und dann, wie gesagt, im Sturm. Könnt ihr gerne auch einen Torwart reinstellen, muss kein Stürmer sein. Dann da, wie gesagt, einmal reinstellen. So viel auf jeden Fall schon mal dazu, zu dem Prinzip der SBC. Und ich denke, das hilft euch hier auf jeden Fall schon mal euch weiter. Wichtig, wie gesagt, ist hier selten mindestens 6 Spieler abgeben. Also da gucken, dass auf jeden Fall genug seltene Spieler vertreten sind. Ja, und sonst ist auch eigentlich alles ready to go. Durch das Rating, 69er Gesamtrating, könnt ihr ein paar Goldkarten, aber natürlich dann auch ein paar Bronzekarten im Gegenzug abgeben. Das ist also auch mehr als ideal. Und jetzt gucken wir uns das ganze Ding mal an. McGinty haben wir für 450 Münzen gekauft, weil er selten ist. Hat ein bisschen mehr gekostet. Außerdem hatten wir Erstbesitzer Saldua am Start. Birne ist Erstbesitzer tauschbar. Dann haben wir McKelney. Erstbesitzer tauschbar auch er, auch schon selten. 150 dann für den Linksverteidiger bezahlt. Pedro Leon hat 800 Münzen gekostet. Dann haben wir den ZM Lani als Erstbesitzer schon am Start gehabt. 250 Münzen hat uns dann der LM, der seltene Pole, gekostet. Stindl war schon Erstbesitzer. Die Davi hat uns 700 Münzen gekostet. Und dann haben wir Ramay als Erstbesitzer untradable Torhüter aus der zweiten deutschen Liga am Start. Und wie gesagt, das ist das Prinzip, ob ihr jetzt hier in der Mitte zum Beispiel mit der chinesischen Liga geht,
Ist komplett egal. Guckt, was habt ihr für Bronze, was habt ihr für Goldspieler im Verein. Auf der rechten Seite könnt ihr genauso in die italienische Liga mit zwei Italienern gehen und so weiter und so fort. Ich denke, das Prinzip ist klar. High Five wegen den fünf Ligen, genau. Auf jeden Fall damit einmal abgeschlossen. Das ist das Prinzip dieser SBC, wie ihr das Ganze lösen könnt. Ihr müsst es nicht 1:1 nachbauen. Ihr könnt es machen. Sucht es euch aus oder im Idealfall, wie gesagt, guckt euch an, was habt ihr im Verein. Ja, und bevor wir reingehen in die nächsten SBCs, kann ich euch kurz mal einen Preis dieser SBC sagen. Lasst es mich kurz mal nachschauen, wie der Preis der aktuellen SBC aussieht. Also, wir haben Folgendes am Start. Und zwar habt ihr 50.000 Münzen. 45.000 Münzen bis 50.000 Münzen müsst ihr für diese SBC ausgeben. Ja, und ich würde sagen, wir gehen direkt erstmal rein. Und zwar in das Pack selber. Und das ist auch die nächste Empfehlung von mir an euch. Ihr geht am besten direkt hin in den Shop und macht die Sets jeweils auf, denn früher oder später brauchen wir den ein oder anderen Erstbesitzer in der SBC, im Idealfall natürlich in der letzten sozusagen, da sobald schon mal gespoilert und es geht direkt auf jeden Fall gut los. Komm schon! Ach, es wird leider nur ein Nübel. Es hätte natürlich auch was höher geratetes sein können, 82er zumindest. Ja, Juan Mi haben wir noch ein paar Spanier auf jeden Fall jetzt hier, definitiv viele vertreten und Nübel, wie gesagt, als Deutscher einmal am Start und damit das erste Set schon geöffnet. Und das heißt, wir gehen rein in die nächste SBC, in SBC Nummer 2. Ja, und die zweite SBC ist die 7-Meilen-Stiefel-SBC. Warum 7? Und zwar ganz einfach, weil wir jetzt exakt oder genau 7 Ligen hier vertreten haben müssen. Spieler aus derselben Liga müssen maximal 3 vertreten sein. Spieler aus einem Verein maximal 3. Also da zweimal die Maximalbegrenzung. Außerdem mindestens 78er Rating haben wir punktgenau erreicht. Dann die Teamchemie bei mindestens 85. Hier haben wir jetzt wirklich jeden einzelnen Spieler gekauft, bis auf einen. Und das ist Celata K oder Saleta K. Der ist Erstbesitzer, der Rest ist komplett eingekauft. 92 Teamspiele haben wir erreicht. Ihr könnt das Ganze, wenn ihr Bock habt, 1:1 nachbauen. Und einzelne Spieler im Team sind natürlich 11. Ja, und hier auch wieder das Prinzip. Ihr müsst einmal aufpassen, dass, wie gesagt, maximal 3 aus einer Liga nur vertreten sind, nicht mehr. Und maximal 3 aus einem Verein, also Verein auch nur maximal 3-mal vertreten sein darf. Ja, was müsst ihr machen? Und zwar dadurch, dass ich ihn ja als Erstbesitzer am Start hatte, den Kroaten, bin ich tatsächlich in der Torwartposition in der Verteidigung mit Kroaten gegangen. Ja? Heißt in dem Fall mit 2 Ligue 1 Innenverteidigern, dann einen aus der Bundesliga, Pongracic von Wolfsburg, und dann haben wir noch einen aus der kroatischen Liga, 80er Rating, ordentlich Rating schon mal am Start, Livakovic heißt er. Und weil wir dann auch einen dritten Ligue 1 Spieler reinnehmen konnten, haben wir uns dann für Cesc Fabregas entschieden, der natürlich dann perfekt auch zum Innenverteidiger linkt. Und weil dieser Spanier ist, bin ich dann offensiv, Mittelfeld und in der Offensive komplett mit Spanier gegangen. Und da habe ich aufgepasst, dass zum Beispiel dann 3 aus der spanischen Liga am Start sind. Wir haben uns jetzt hier für 2 linke Flügel entschieden und den ZM. Außerdem dann einer aus der spanischen zweiten Liga, der RM. Und dann haben wir einen aus der englischen Liga mit Perez und Iago Falque aus der italienischen ersten Liga am Start. Also ihr seht, prima mit den Nationen kommt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut hin. Und dann müsst ihr noch gucken, dass ihr auf genau diese 7 Ligen kommt. Und das ist das Prinzip, wie ihr das Ganze anwenden könnt. Ob hier unten jetzt Kroaten sind, Franzosen oder was auch immer, entscheidet das für euch selbst. Guckt, was habt ihr im Verein, nutzt das Ganze jetzt. Ja, und ratingmäßig natürlich geht da primär mit Goldkarten, um das Rating zu erreichen. Und dann gehen wir das Ganze kurz mal durch. Livakovic, 700 Münzen hat uns genau gekostet. Pongracic, 1,7. Der war ein bisschen teurer. Erstblitzer haben wir dann schon am Start mit dem Marseille-Spieler. Außerdem ein bisschen teurer, 1,5 mit Pavlovic. Der Rest war aber relativ günstig, und zwar Melendo, 850. 700 dann Cesc Fabregas, 950 Rocky Mesa, 650 Denis Suarez. Perez 750 nur, 1000 dann Iago Falque und 400 Münzen nur für Córdoba. Also an sich eine ganz günstige SBC, genauso wie auch die letzte. Und wie gesagt, falls da noch Fragen sind zu dieser SBC, gerne rein in die Kommentare. Aber das ist das Prinzip der SBC und ich denke und hoffe, dass ich euch auf jeden Fall damit ein bisschen weiterhelfen konnte, wie ihr das Ganze SBC-mäßig dann aufbaut. Prime Elektron Spieler Pack holen wir uns dafür auf jeden Fall jetzt ab und dann gucken wir mal, was wir Wunderbares drin haben. Prime Elektron Spieler Pack, komm schon EA, zeig uns was Geiles im Pack. Hashtag Packluck, Daumen drücken Jungs nochmal, 3, 2, 1 und wir machen es gleich auf in 2 Sekunden, 1 und 2 und let's go. 6 seltene Spieler, komm schon ihr, bitte. Jawohl, 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 komm schon. Oh, was wird's? Ah, komm schon. Bisschen Rating, jawohl, diesmal wird's ein 82er. Los, Celso ist am Start, als Argentinier.
Das ist doch schon mal ordentlich. Das ist doch schon mal ordentlich. Drei, Jungs, das ist nice. Fabian einmal am Start als Spanier. Außerdem Gabriel Paulista. Sehr, sehr nice. Und Lo Celso, also 3,82 aus dem Pack, da kannst du definitiv nicht meckern. Sehr, sehr nice. Das freut mich extrem. Ja, und damit rein in den Verein. Maripan haben wir schon als Duplikat. Und damit würde ich sagen, ab in die nächste SBC. Let's go! Ja, Freunde, und die nächste SBC heißt alle 9. Tausch ein Team mit genau 9 Ligen ein, heißt es da. Und genau das ist das, was wir jetzt hier machen werden. Also Ligen genau 9. Spieler aus derselben Liga maximal 2. Spieler aus einem Verein maximal 2. Seltene Spieler müssen wir mindestens 6 Spieler abgeben. Teamblatt Rating muss mindestens 80 gegeben haben, punktgenau erreicht. Und genau auch die Teamchemie liegt hier bei mindestens 99. Auch das haben wir punktgenau erreicht. So, also erstmal zu dem Prinzip dieser SBC ist folgendes. Punkt Nummer 1, ihr geht in eine Nation. Bei mir ist es jetzt die argentinische Nation geworden. Geht in eine Top-Nation, Deutschland, Frankreich, was auch immer, Spanien oder. Das ist erstmal Punkt 1. Und wenn ihr das Ganze hier 1:1 nachbauen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr ein paar Positionsmodifikatoren auf jeden Fall anwendet. Ich habe jetzt hier insgesamt 2 Erstblitzer benutzt. Das ist zum einen Lo Celso, haben wir eben gezogen, und zum anderen Funes Mori. So, wenn ihr jetzt aber alle diese 11 Spieler einkaufen würdet, dann müsst ihr gucken, dass alle Spieler auf der richtigen Position sind. Denn, ihr wisst Bescheid, 99 Teamchemie, wie bekommt man das zusammen? Wenn jeder einzelne Spieler 9 Teamchemie zusammenbekommt, denn 9 mal 11 sind die besagten 99 Teamchemie. Das heißt, wenn ihr also alle 11 Spieler einkaufen müsst auf dem Transfermarkt, dann müsst ihr bedenken, dass auf jeden Fall auch alle 11 Spieler die richtige Position nachweisen müssen. So, und das ist halt hier, wie gesagt, durch meine beiden Erstbesitzer nicht der Fall. Banega und Lo Celso können also ZM-Spieler bleiben. Ja, und das ist quasi die Änderung an dieser SBC. Das ist auf jeden Fall das, was ihr wissen müsst. Für die SBC, wenn ihr alle 11 Spieler einkauft, dann müssen die auf jeden Fall alle die richtige Position einmal vorweisen. Wir gehen auf jeden Fall das Ganze jetzt einmal durch. Und zwar haben wir Alvarez gekauft aus der 2. spanischen Liga. 350 Münzen. Dann haben wir Con den Conmebol Libertadores Spielern, River Plate, 3-3 für den Montiel bezahlt, Rechtsverteidiger. Dann Funes Mori, 850 Münzen, spanische erste Liga. Dann haben wir Musacho aus der italienischen, 1000 Münzen. 1-8 hat uns dann Bitolo gekostet, argentinische erste Liga ist er. Banega, jetzt in der Saudi League unterwegs, 2-7 hat uns gekostet. Dann Lo Celso, wie gesagt, als Erstbesitzer am Start, da ist die englische Liga vertreten. Salvio, ebenfalls Libertadores, 1-5 hat uns gekostet. Und dann haben wir aus der argentinischen Liga ebenfalls wieder Piatti am Start. Und vorne dann Funes Mori aus der mexikanischen Erstblitzer. Und 2-8 hat uns Higuaín, der jetzt in der MLS spielt, gekostet. Das auf jeden Fall zu dieser SBC alle 9. Und da holen wir uns direkt ein 35k-Set ab. Megapack ist am Start. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir Wunderbares drin ziehen können. Megapack und dann noch last but not least die Startelf SBC, wo wir dann, wie gesagt, gleich einmal reingehen. Also gehen rein in den Shop und machen es auf. In 3, in 2, in 1 und let's go. Komm, 18 seltene. Bitte, ey. Workout, irgendwas Nices muss doch dabei sein. Bitte, ey. Hau was raus. Was haben wir am Start? Komm. Ach, schon wieder. Rechter Flügel. Tovor. Immer ein bisschen Rating hier am Start. Tovor, 82er. Nehmen wir gerne mit. Mal gucken, was wir noch im Megaset drin haben. Wieder ein 82er mit Cesar Sanjo. Gila Vogi aus der Bundesliga. Nehmen wir mit. 30 Items. Haben wir noch ein Encore. Marksman. Rechter Stürmer zu rechter Flügel. Engine. Und ein Encore ist am Start. Kostet ja auch schon mal so einiges. Sehr, sehr nice. Und der Rest rein in den Verein. Und damit rein in die letzte SBC, in die SBC Nummer 4 von der 2. fortgeschrittenen SBC. Let's go! Ja, und die nächste SBC heißt Startelf. Ja, und da müssen wir Folgendes abgeben, und zwar liegen genau 11 Stück. Eine ganz interessante Squad-Building-Challenge, wo ihr primär auf eine Nation gehen müsst. Und jetzt ganz, ganz wichtig für euch zu wissen, falls ihr 11 Spieler 1:1 hier nachkaufen wollt, ja, dann ist ganz wichtig, und zwar, dass ihr mindestens einen Erstbesitzer braucht. Denn wir brauchen hier genau eine Teamchemie von 100. Heißt, wenn alle auf der richtigen Position sind, aber auch alle 1:1 nachgekauft sind, dann sind wir natürlich bei 99 Teamchemie. Heißt, ihr braucht wirklich dann einen, der Erstbesitzer ist, mindestens einen. Wir haben jetzt hier in diesem Beispiel Brasilien genommen, ja. Hier ist es jetzt so, dass ich mehr Erstbesitzer benutze. Ihr könnt euch auf jede andere Nation auch einigen, wenn ihr Bock habt. Deutschland oder. Aber ich glaube, bei Deutschland habe ich auch versucht. Ich glaube, bei Deutschland gibt es nicht genug seltene Spieler.
Also es kommt schon auf die Nation an. Kolumbien hatte ich, glaube ich, auch probiert. Da musste ich dann je nachdem einen Stürmer, aber zum ZM umformen. Das würde auch einiges an Coins kosten. Insofern hier mein Tipp, die Nation Brasilien einmal zu nehmen. Denn wir müssen abgeben auch noch mindestens 8 seltene Spieler. Außerdem eine Spielerqualität von genau Gold. Das heißt, wir können keine Silber, keine Bronze-Spieler nutzen. Und natürlich Anzahl Spieler im Team sind 11. Und weil wir halt, wie gesagt, diese Ligen genau 11 brauchen, brauchen wir also eine Nation, wo viele unterschiedliche Ligen am Start sind. Bei mir geht es jetzt hier los mit beispielsweise Gabriel. Der kostet 7.300, aber ich habe euch ja eben ein Beispiel, zum Beispiel von Kolumbien, erzählt. Da geht das Ganze zum Beispiel nicht auf, es sei denn, man könnte es machen. Dann muss man aber zum Beispiel Córdoba von Hertha BSC Berlin zum ZM umformen oder einen anderen kolumbianischen Stürmer. Und das würde auch einiges an Coins kosten. Und deshalb geht hier gerne mit einem Gabriel. 7,3 kostet der aktuell. Wie gesagt, EA FIFA 21 hat gerade erst angefangen. Wie das in einem Monat aussieht, wie das in 2 Monaten aussieht, von den Preisen her, kann ich euch nicht sagen. Ich kann mir aber vorstellen, bei 7,3 wird er definitiv nicht bleiben. Also, lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Gabriel auf jeden Fall im Tor aus der italienischen 2. Liga. Bruno Pérez, 4,6 hat er mich hier gekostet. Stand jetzt. David Luiz dann 2,4. Wir haben Gabriel Paulista, Erstbesitzer, Tauschbaum, Start, 82er Rating, gut fürs Rating. 500 Münzen hat uns dann der Linksverteidiger Lucas Lima gekostet. Zusatz als Erstbesitzer, Tauschbaum, Start. Dann haben wir Galeno, rechter Flügel. Dann haben wir Cecinha, 2,5 hat er uns gekostet. Und dann haben wir Rafael Carioca, erstmal tauschbar aus der mexikanischen Liga, aus der ukrainischen dann Tyson für 2,5 und Jonathan für 1,6 im Sturm aus der chinesischen Liga. Also mexikanische, ukrainische, chinesische, koreanische, portugiesische, türkische, spanische, englische, italienische, Saudi League und dann nochmal die italienische 2. Das sind die 11 Ligen, die wir hier benutzen. Und wie gesagt, ich glaube, mit Deutschland hatte ich es versucht. Wie gesagt, da gibt es nicht genug seltene Goldspieler. Da also auf jeden Fall aufpassen. Da schon mal mein Tipp. Und ja, aber ihr könnt theoretisch auch gerne mit Frankreich gehen. Da habe ich es versucht. Aber Matuidi ist gerade aus der MLS nicht auf dem Markt. Wie das, wie gesagt, in ein paar Monaten aussieht, weiß ich jetzt aktuell nicht. Stand jetzt Brasilien mein Tipp für euch. So müsst ihr auf jeden Fall keine Positionsmodifikatoren anwenden. Und das auf jeden Fall mein Tipp. Ihr habt die Namen jetzt gesehen. Und wir holen uns ein seltenes Spielerpack ab. Was natürlich mega nice ist, das 50k-Set. Und ja, zum Preis der generellen SPC habe ich euch auch schon was gesagt. 50k-Set jetzt noch oben drauf und natürlich Hybrid-Ligen dann damit abgeschlossen. Aber nicht nur das, sondern wir bekommen noch oben drauf natürlich das 55k-Set, seltenes Megapack oben drauf. Oh Jungs, komm, Daumen drücken. Da muss jetzt was Ordentliches dabei sein. 2 Packs und wie gesagt, morgen geht es dann weiter mit der letzten fortgeschrittenen SPC. Und da haben wir dann die 2 Shops-Dinger hier oder 2 Sets im Shop ready to go. Komm schon, Jungs. Also erstmal 50k-Set, seltenes Spielerpack. Wie gestern machen wir es. Erstmal das 50k-Set auf, dann das 55k-Set. Was wird es hier geben? Oh, komm schon. Portugal? Torwart wird's. Oh, welches Rating hat er am Start? 84, hey, Rui Patricio auf die 84 hochgerutscht. Ich dachte immer noch 83er graded. Nice, 84er graded Spieler. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Komm, ein bisschen mehr Rating noch hinten dran. Ja, Van de Beek und Matip. Ja moin, Van de Beek kostet ordentlich Coins. Nice, 20k mindestens auf jeden Fall. Matip auch nochmal gut dabei. Sehr, sehr nice. Rui Patricio, gutes Rating mit der 84. Was haben wir noch dahinter? Hadecki, Chilwell als Linksverteidiger hat leider nicht so viel Tempo. Schade, schade, schade. Aber das sieht doch nice aus. Zahavi jetzt hier in der niederländischen Liga. Dumfries am Start. Nice, Jungs. Also das ist auf jeden Fall ein nices 50k-Set mit Van de Beek. 83er gerated, aber kostet mindestens 20k. Und jetzt war das 55k-Set. Zum Abschluss des Videos. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zerstört gerne Like-Button. Lasst uns die 300 Likes so schnell wie möglich auf jeden Fall voll machen. Und es geht direkt weiter mit Spanien. ZM. Saul? Ist es Saul? Es ist Koke. ZM-Spieler jetzt wieder. Vorher war doch RM die ganze Zeit. 85er Koke. Wird wahrscheinlich aber nicht so viel bringen. Komm, dahinter wieder irgendwas. Oh, Gomez. Der wird was bringen. Mit dem Tempo. What? No way. Über 100k? 83er? Oh mein Gott, Jungs. Oh mein Gott. Was? 106k drauf geboten? Alter Falter, Jungs. Fettes GG. Geht hier auf jeden Fall raus. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. 83er gerateter Spieler bringt über 100k. Damit habe ich ja nie im Leben gerechnet. Ach du Heiliges. WLAN noch am Start. Bringt auch gut einiges an Kreuz. Aber wir ziehen einfach Joe Gomez.
Heilige Mutter Teresa, was ist denn hier los, Jungs? Was ist denn hier los? Nice. Okay, damit haben wir auf jeden Fall fett Profit gemacht. Alter Walter, wir haben ein Duplikat. Wer ist das am Start? Oh, wir haben auch noch einen Hunter, Jungs. Oh, yes, Jungs. Oh, yes, wir haben auch noch einen Hunter am Start. So ein Ding ist das. Sehr, sehr nice. Ja, ich würde sagen, besser jetzt gar nicht kommen können, Jungs. Wir haben tatsächlich jetzt keinen fetten Walkout gezogen, aber mit Joe Gomez auf jeden Fall einen, der mindestens 106k bringt. Also 110, 120k, denke ich mal, kostet der auf jeden Fall. Dafür lasst gerne allein dafür schon mal gerne ein Like da. Wie gesagt, falls ihr keine weiteren SBCs verpassen wollt, lasst auch gerne die Glocke aktiv da. Dann verpasst ihr keine weiteren SBCs. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, damit bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.